Ich darf Ihnen heute eine Ausnahmekünstlerin vorstellen. Eine Opernsängerin, und das Außergewöhnliche, das ich sofort bemerkt habe, als ich ihre Biografie studierte, war, dass sie Opernarien, Konzertarien in 15 Sprachen singen kann. Also etwas ganz Besonderes. Und ich darf heute begrüßen, aus Kasachstan, eine Opernsängerin, Konzertsängerin, Aygul Jamshedenova. Grüß Gott. Sie stammen aus Kasachstan, ich glaube aus der wunderschönen Stadt Almaty, und haben auch dort studiert. Also das Erste, was mir aufgefallen ist, dass Sie Opernarien in 15 Sprachen sprechen. Wie kommt das? Ich habe viele, viele Wettbewerbe gemacht, ja, und sehr früh angefangen. Ja. Ich habe schon ab 4 Jahren in Musikschule studiert. Ja, haben Sie schon studiert. Studiert. Also Sie waren ein kleines Kind, ein Kindergartenkind, ja, wie Sie schon angefangen haben, Musik zu studieren. Natürlich, Kasachisch ist meine Muttersprache und Russisch auch wie meine zweite Muttersprache. Ja. Und in der Schule, wir haben Englisch gelernt und später habe ich Deutsch gelernt. Mein Studium war in Deutsch, deutsche Deutsch Sprache. Natürlich, Deutsch, ja, natürlich, ja. Also Mozart muss man ja, genau, auch in Deutsch singen können, ja, nicht nur in Italienisch. Und ja, genau, alles muss in originaler Sprache sein. Ich selbst habe ja in Amerika und auch in Russland gearbeitet, noch in einer Zeit, wo es nicht so üblich war. Und darum hat mich ja Ihre Biografie so fasziniert. Sie haben ja in Los Angeles einen Preis gewonnen, aber gleichzeitig auch im Mariinsky-Theater in St. Petersburg gesungen. Ich habe in Los Angeles in Hollywood 4 Gold Medals, so das ist der erste Preis gewonnen, und Grand Prix auch. Das war 40 Land. Zwischen 40 Ländern, 40 muss man sich Länder vorstellen. Von jedem Land war wirklich 100, 200 Sängerin, ja, ja. Bewerber, ja. Bewerber. Haben Sie in Moskau auch einen Wettbewerb gewonnen? Ja, ich habe einen Preis von Elena Obrazova's International Competition. Und ja, in Mariinsky Theater, das war auch nach zweiter Elena Obrazova's Wettbewerb. Mhm. Also das war eine große und schöne, sehr schöne Schule auch für mich. Ja. Lebensschule. Jedes Jahr, ich singe solo, große Solokonzerte in Almaty, Philharmonie, Jambul Philharmonie, und dann in Astana Opera. Ich singe auch viele Konzerte. Eine Prinzessin, Caroline von Monaco, und die Prinzessin Olga Romanov laden Sie zu einem Konzert ein. Das müssen Sie mir bitte erzählen. Gerne erzähle ich das. Alle wichtigste Rektor von größten Konservatorien, ja, der Welt, ja, hat nach Astana gekommen. Ja. Das war auch ein Glück. Ich habe ein sehr großes Konzert, wichtigste Konzert gesungen, und ich habe für Carolina, Princess of Monaco gesungen. Ja, das war mehr wie Glück. Ja. Das war Kismet, das war aus Ihrer Erfahrung und aus Ihrer Qualität heraus ein Offert der beiden Damen, und das muss man einmal zusammenbringen. Also wir werden sicher einmal zusammenarbeiten, da ich ja auch sehr eng auch mit Kasachstan verbunden bin, natürlich auch Amerika-Projekte habe und so weiter. Ich würde mir das wünschen, Dankeschön, weil Sie natürlich eine fantastische Stimme haben, ein großartiges Kolorit verbreiten und auch sehr viel tun für das, was wir Künstler tun müssen, die Welt zusammenbringen.